Tada, da ist er wieder, der Jens. Heute mal wieder ein bisschen was Deutsch- oder Sprachwortschatztraining. Es geht um die Wörterkette. Ist übrigens gar nicht so leicht, so eine Kette zu malen. Doch, du auch malst du mal schnell eine Kette. Ah, das ist ja ganz schön schwer. Aber okay, ich habe es, glaube ich, hingekriegt. Also, es soll eine Kette sein. Und eine Wörterkette auch. Und das heißt, also, ich brauche heute gar nicht so viel zu sagen. Du kriegst einfach jetzt eine Aufgabe und dann könnt ihr so viel spielen, wie ihr wollt. Also vielleicht schafft er ja 100. Das wäre natürlich ein super Ding. Also ich sag mal, wie das gemeint ist. Also wir haben hier das Rathaus. Und das nächste Wort muss, also muss ein zusammengesetztes Wort sein natürlich. Und das nächste Wort muss mit Haus beginnen. Also zum Beispiel Hausmeister. Könnte auch eine Hauskatze sein, Haus sonst was. Ich habe jetzt mal geschrieben Hausmeister. Jetzt muss das nächste Wort wieder mit Meister anfangen, also Meisterbrief. Nicht? Wenn man zum Beispiel eine Ausbildung zum Meister hat, dann kriegt man am Ende so einen Meisterbrief, den hängt man in der Regel in der Firma auf. So, also Brief. Brief, jetzt muss man mit Brief anfangen. Briefbogen. Briefbogen, nicht? Also das Papier, da schreibt man dann drauf, das ist ein Briefbogen. Jetzt ist auch natürlich kein Postamt, nee, Brief. Was haben wir hier? Brief, Beschwerer. Aber Beschwerer, wenn es schon, könnte schon ein bisschen schwierig sein. So, aber ich habe ja Bogen genommen. Und Bogen gibt es ja auch so ein Ding zum Schießen, den Bogenschütze. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch sagen, Schützenhaus, das würde auch okay sein. Ja, oder wenn man ein kleines Verbindungs-S ranhängt. So, also deine Aufgabe ist, so eine Wörterkette zu bilden. Und wir fangen an mit dem Wort. Was könnte man nehmen? Schule? Wollen wir was mit Schule nehmen? Nehmen wir den. Ah ne, Hausmeister haben wir ja hier schon. Den Hausmeister, was nehmen wir? Vielleicht Tafellappen. Okay. Tafel. So, und das heißt also, das nächste Wort muss mit Lappen anfangen. Ja, ich bin gespannt, ob du was findest. Und wenn du da nichts findest, dann suchst du dir ein anderes Wort aus und hängst dann da 100 Wörter ran. Also ihr macht das natürlich in der Familie. Spielt einfach mal sehen, wer die meisten Wörter hinkriegt. Vielleicht macht das auch so, dass er sagt, jeder ist mal mit dem nächsten Wort dran und wer dem nichts eingefallen ist, der muss ein Pfand geben. Und das wird dann ausgelöst und dann braucht man eine Woche lang keinen Geschirrspüler ausräumen oder wie sowas. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Das macht nämlich echt Spaß. Das machen wir manchmal auch auf Partys. Aber du kannst das ja erstmal jetzt machen. Herzlichst, dein Jens.